Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Auftaktspressekonferenz 36. Bayern-Rundfahrt. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen im Flughafen München an dieser Stelle. Deswegen ein herzliches Willkommen, Rolf Klingschmidt, Leiter Public Affairs für den Flughafen München. Und danke und herzlich willkommen, Petra Rashid, ebenfalls im Bereich Unternehmenskommunikation, die Referentin für Public Affairs. Danke, dass wir da sein dürfen. Bevor wir über die Protagonisten der Rundfahrt sprechen, Herr Klingschmidt, wollen wir ganz kurz uns von Ihnen begrüßen lassen und uns eine Neuerung der Bayern-Rundfahrt 2015 vorstellen. Ja, vielen Dank. Ja, auch von unserer Seite der Flughafen München GmbH natürlich herzlich willkommen hier an unserem wunderschönen Flughafen, am besten Flughafen Europas, gerade frisch gekürt auch zum ersten 5-Sterne-Flughafen Europas, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Und wir als Bayerns Tor zur Welt freuen uns natürlich gerade, wir haben es gerade auch in den bewegten Bildern gesehen, Weltklasse Radsport zu Gast in Bayern. Und wir gehen davon aus, viele der Weltklasse Radsportler kommen über uns, über den Flughafen München, eben zu diesem Radsportereignis dazu. Und das ist auch die Brücke, die wir gebaut haben, warum wir die Bayern-Rundfahrt unterstützen. Und die Neuerung, die wir haben dieses Jahr, das ist die Kategorie des aktivsten Fahrers. Den aktivsten Fahrer, den übernehmen sozusagen wir. Und also nicht wir, also wir freuen uns, dass wir ihn mitküren dürfen in jeder Etappe. Und der aktivste Fahrer passt einfach ganz, ganz wunderbar zu uns und unserer Marke. Man muss, glaube ich, innovativ und kompetent sein, um als aktivster Fahrer gewürdigt zu werden. Und wir werden den dann immer in der Folgeetappe daran erkennen, dass er mit der neuen orangenen Startnummer unterwegs ist. Nicht in der Größe. Nicht in der Größe, das wäre, glaube ich, gerade bei Seitenwind ein bisschen blöd, aber natürlich in klein. Und wir freuen uns wirklich, dass wir dieses Jahr so dabei sein dürfen und dass wir auch diese Kategorie unterstützen dürfen. Und wir freuen uns natürlich ebenso auf den Ausblick auf die 36. Bayern-Rundfahrt und würden diesen Ausblick gerne gemeinsam vornehmen mit zwei potenziellen Protagonisten der kommenden Woche. Herzlich willkommen, der Sieger von Mailand-Sanremo, der Sieger von Paris-Roubaix, John Degenkolb. Kommen bitte zu uns. Bitte zu uns und herzlich willkommen, Andreas Schillinger vom Team Bora Argon 18. Einer der Lokalmatadoren in der kommenden Woche und der Lokalmatador auf der, im Gesamtbayern mittlerweile bei der 36. Rundfahrt, das ist der Rundfahrtleiter. Herzlich willkommen, Ewald Strohmeier. Wir haben den Ausblick auf die Etappen gesehen, wollen wir ganz kurz durch diese 5 Teilstücke gehen. Regensburg-Waldsassen, das erste Stück, 221,3 Kilometer, John, gleich richtig lang, aber wie mir die Streckenbauer gesagt haben, was für die Sprinter, das Profil und die Einzelheiten schon angeguckt. Wie bereitet man sich auf diese Etappen vor oder schaut man erst am Morgen vor dem Start in das Profil? Man guckt natürlich schon jetzt auch in den Wochen vorher schon mal, was einem liegen könnte und da sich auch mal vorbereiten. Leider passt jetzt dieses Jahr nicht, dass ich vielleicht auch mal wirklich durch meine mittelfränkische Heimat komme, aber dann nur in Nürnberg auf der Schlussetappe. Aber natürlich guckt man dann mal, wie die Strecken so sind und was ich jetzt auf den Profilen gesehen habe, geht es Gott sei Dank nicht ins Hochgebirge, was mir dann auch wirklich entgegenkommt. Und ich glaube, die erste Etappe, gerade mit der langen Distanz, 220 Kilometer, das zieht richtig rein, es haut richtig rein, direkt am ersten Tag und das kommt mir, denke ich, entgegen, weil am Ende wird es hoffentlich zum Sprint kommen und dann muss man dann einfach noch die meisten Reserven haben und ich denke, dass das auf jeden Fall mir in die Karten spielt oder unserer Mannschaft in die Karten spielt. Andreas? Ja, ich kann mich da eben nur anschließen. Also es ist eine mittelschwere Etappe, nicht ganz einfach, aber auch nicht ganz schwer. Ich denke, das ist, schon zum Sprint kommen kann, aber es wird nicht einfach. Und ihr seid in jedem Fall gut aufgestellt? Wir sind gut aufgestellt, ja. Davon gehe ich aus, da bin ich mir sicher. Immer 220 Kilometer direkt zum Auftakt. Eine lange Etappe, die ihr eingebaut habt. Was sind die Höhepunkte aus Sicht der Zuschauer, wenn man die Strecke verfolgen möchte und das Rennen verfolgen möchte? Ja, ich denke zunächst mal der Auftakt am Dom in Regensburg ist schon mal eine interessante Geschichte. War ja so gewollt, dann natürlich, wenn man in Regensburg startet, dann am Dom. Und dann haben wir vor ein paar Jahren mal eine Bergrettung gehabt, den Tennisberg. Man fährt in den Ort rein, fährt rechtzeitig um die Kurve und dann geht so in den Himmel auf. Zum Teil eine Kopfsteinpflaster, kurz giftig, so wie ihr das Ganze erkennt jetzt von
So wie wir das lieben, ja. Wie ihr es liebt. Und kurz, knackig und viele Zuschauer sicherlich. Und ein paar Kilometer weiter dann in Pressart, schöne Sprintwertung, anschließend gleich wieder Bergwertung. Aber ich glaube, das sind so die Höhepunkte natürlich auf der ersten Etappe und im Ziel natürlich. 400 Meter lange Zielgerade, man fährt auch rechtwinklig links um die Kurve. Und dann 400 Meter und ganz, ganz leicht steigen, so 1-2% so in der Richtung. Ja, gut einsehbar für die Zuschauer, vielleicht vorher mal die Bergwertung und dann das Finale anschauen. Das ist echt eine klasse Geschichte. Klasse bzw. Klassiker-Etappen, das war auch das Stichwort, was bei der Präsentation der Strecken bereits im Dezember gefallen ist. Marcel Kittel hat gesagt, das sind alles Etappen für John Degenkolb. Die zweite dann von Waldsassen nach Selbenhut, 180 Kilometer. Auch da gibt es, glaube ich, eine ansteigende Zielgerade. Schon mal ins die vorläufigen Startlisten geguckt, wer für diese Etappen noch mit in Frage kommt, außer John Degenkolb und vielleicht Andreas Schillinger? Also ich denke, der größte Konkurrent wird natürlich der Franzose Nasser Bouhanni sein, der mit seiner Cofidis-Mannschaft hier mit dabei sein wird. Und ich denke, das ist der Mann, den es dann auch wirklich, wenn es zum richtigen Massensprint kommt, zu schlagen gilt. Und wen habt ihr denn aus dem Sprintbereich mit dabei? Sam Bennett. Ja, und das ist auch einer, der halt wirklich extrem schnell ist, der jetzt auch nochmal einen großen Sprung gemacht hat. Gerade im Frühjahr hat in Katar gegen die ganz Großen eine Etappe gewonnen. Und ich meine, für Team Bora ist das natürlich ein Heimspiel und die sind alle super motiviert hier. Also da brauchen wir nicht drüber philosophieren. Also die werden hier voll motiviert an den Start gehen und versuchen dann mit ihm natürlich auch die Sprints zu gewinnen. Wie sieht es aus mit der Planung, Andreas? Ihr habt sowohl in der Gesamtwertung als auch in den Sprints natürlich gute Leute dabei. Mit Jan Bartha bereits Dritter in der Gesamtwertung, sicherlich einen der Topfahrer. Dann Dominik Nerz will sicherlich einiges erreichen. Wie stellt ihr euch da auf als Team für diese Etappen, dass ihr sowohl am Tag in den Sprints als auch in der Gesamtwertung gute Chancen habt? Also wir haben eine sehr ausgewogene Mannschaft dabei. Wir werden uns natürlich mit 3-4 Leuten aufs Finale mit konzentrieren. Zach Dempster ist dabei, Shane Arschbold ist dabei. Also gute Leadout-Männer für Sam. Wir werden natürlich versuchen, Jan und auch Dominik so weit zu bringen, dass sie ohne Zeitverlust bis zum Zeitfahren kommen und dann zeigen können, was sie drauf haben. Die dritte Etappe von Selb nach Ebern. Ebern wie Waldsassen und Regensburg zum ersten Mal im Programm der Bayern-Rundfahrt. Eine Etappe, Geschichte, 25 Jahre deutsche Einheit. Du kommst aus Gera, groß geworden in Weißenburg, später fürs Thüringer Energieteam gefahren. Auch wenn du Jahrgang 89 bist, also vielleicht die ganz große Umwälzung nicht mehr so ganz oder noch nicht so ganz mitbekommen hast. Ja, nichtsdestotrotz eine spezielle Etappe für dich? Auf jeden Fall. Ich meine, das ist eine super schöne Geste, einfach von der Bayern-Rundfahrt dann auch wirklich so ein kleines Zeichen zu setzen, so eine Etappe auszuwählen, von dem Streckenverlauf durch drei Bundesländer zu fahren. Und das wird emotional werden, denke ich, auch für die Rennfahrer. Ich meine, man muss sich überlegen, 25 Jahre ist es her und da stand die Mauer noch und da war es halt, ja, war nicht daran zu denken, als Thüringer dann eine Bayern-Rundfahrt zum Beispiel zu fahren. Und ich bin froh, dass das einfach jetzt auch nochmal so wie so ein kleines Denkmal gesetzt wird und ich freue mich wahnsinnig auf die Etappe. Andreas, ihr könnt euch auch auf viele Freunde und Bekannte verlassen. Wo stehen deine Leute in dieser Woche? Also Freunde, Familie kommen natürlich morgen zur Präsentation nach Regensburg. Die erste Etappe läuft eigentlich durch mein Trainingsgebiet, also werden da mit Sicherheit viele Leute an der Strecke stehen. Und auf die Etappe freue ich mich ganz speziell. Und der Sonntag natürlich ist auch noch in meiner Gegend. Die ganze Rundfahrt ist für mich dieses Jahr eigentlich ein Highlight. Wie ist das, wenn ihr so viele Aufgaben im Team verteilt habt, also sprich Gesamtwertung und die Sprints mit Sam Bennett unter anderem? Gibt es da trotzdem eine Möglichkeit, mal einen Tag Freifahrt zu bekommen und auf eigene Rechnung zu fahren? Oder ist das wirklich komplett durchgetaktet und selbst in so einem Ausnahmefall, dass du wirklich fast zu Hause vorbeifährst,
No way. Ja gut, wir haben jetzt noch nicht über die einzelnen Tage und Taktiken gesprochen. Das wird sich natürlich noch zeigen. Ist dann natürlich abhängig vom Wind, vom Wetter, was da auf uns zukommt. Natürlich hoffe ich, dass es da den ein oder anderen Tag gibt, wo ich mich zeigen kann, und da hoffe ich drauf. Wir lassen uns überraschen, freuen uns dann auf das Einzelzeitfahren. Freut sich wahrscheinlich John Degenkolb nicht ganz so drauf. 26,1 Kilometer sind es ganz genau. Dann für dich Übergangsetappe und Ruhetag, oder wie nennt man das? Es kommt ganz darauf an, wie die ersten drei Etappen erlaufen. Ich meine, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn es 10 Kilometer kürzer gewesen wäre, aber ja, das muss ich jetzt wohl so hinnehmen. Und nee, wir müssen schauen einfach, wenn die Situation ist, dass ich natürlich irgendwas zu verteidigen habe und versuche auch in der Gesamtwertung mitzufahren, dann werde ich da natürlich mitfahren. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, das ist jetzt mein erstes Rennen wieder nach den Klassikern. Frankfurt ist ja leider nicht. Hat ja nicht, leider nicht geklappt, da so ein bisschen wieder in den Rennrhythmus reinzukommen, in die Rennen einzusteigen. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich sehr entspannt und locker und mache mir jetzt auch von meiner Seite eigentlich noch keinen Druck und schaue, wie ich in die Rennen reinkomme. Wenn es so ist, dass ich wirklich direkt von Anfang an vorne mitfahren kann, warum dann nicht versuchen, im Zeitfahren mitzufahren? Aber 26 Kilometer, wenn wir ehrlich sind, ist das nicht meine Distanz und da brauche ich auch keine Illusionen haben, um da jetzt auf Sieg zu fahren. Aber wir werden sehen. Alles ist möglich. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass der Tag danach am Sonntag könnte mir definitiv liegen. Und das wäre ein schöner Abschluss der Bayern-Rundfahrt natürlich. Bevor wir nach Nürnberg kommen, Andreas, der Blick auf das Zeitfahren, diese 26 Kilometer, auch vom Profil nicht ganz einfach. Kommt euch das eher entgegen oder ist das eher Vorteil? Also Jan hat ja schon bewiesen, dass er hier starke Zeitfahren abliefern kann. Von dem her denke ich, dass er in ähnlicher Form wieder sein wird und vorne mitfahren kann. Für mich ist es ähnlich wie für John. Das ist mein erstes Rennen seit Roubaix und man muss natürlich schauen, was jetzt die letzten Wochen so passiert ist, wie das Training angeschlagen hat und wie die Beine sind. Und das Finale in Nürnberg, John hat es bereits angesprochen, eine besondere Vorfreude auf diese 10 Runden. Es gibt jetzt erstens auch eine Bergwertung auf der Schlussrunde. Okay. Also ich bin wahnsinnig glücklich, dass einfach auch diese Chance ergriffen wird, dass die Bayern-Rundfahrt da auch längerfristig einfach mit dieser Etappe und mit dieser Zielankunft plant. Und weil ich bin da als kleiner Junge gefahren rund um die Nürnberger Altstadt und das war was wahnsinnig Besonderes, einfach dort diese Nachwuchsrennen in Verbindung mit den Profirennen zu haben und dort ja, selber Rennen zu fahren, dann die Profis anzufeuern, um eine Flasche zu fragen und vielleicht noch einen Verpflegungsbeutel mit nach Hause zu nehmen und Souvenirs mit heimzubringen. Und ja, jetzt, das ist halt schade, dass das Rennen halt als solches nicht mehr stattfinden kann, aber ich finde es halt einfach großes Kompliment an die Bayern-Rundfahrt, dass da einfach die Möglichkeit gegriffen wird und das Rennen noch am Leben zu halten und da halt einfach die Stadt Nürnberg mit einzubinden. Und das ist toll. Ich finde es super, dass wir da über die Burg drüber fahren. Die Etappe, Andreas, ist mit fast 200 Kilometer deutlich länger als in der Regel die Schlussetappe bei so einer Rundfahrt. Spielt das dann nochmal eine Rolle oder ist es eigentlich egal, ob es 160 oder 200 Kilometer? Ich denke schon, dass es eine Rolle spielt. Also nach dem Zeitfahren, wenn natürlich bei einigen die Beine schon eine gewisse Müdigkeit haben. Die Runde an sich in Nürnberg ist schnell und kann durch die Anzahl der Runden natürlich auch ein bisschen schwer werden. Von dem her denke ich, dass es eine Rolle spielt, dass die Etappe so lang ist. Vorteil für euch? Werden wir sehen. An der Burg gibt es Bergpunkte, das heißt das Bergtrikot, was in der Regel ja relativ früh feststeht in Rundfahrten. Da könnte es spannend bleiben bis zum Schluss. Ich denke, das wird auf jeden Fall richtig anspruchsvoll, weil dadurch, dass wir auch viele kleine Teams mit dabei haben, die wird dann natürlich ihre Chance dann nochmal aufs Bergtrikot zu fahren. Und ja, wenn der ein oder andere auf den Etappen vorher schon mal Punkte abgekommen hat, dann ist das die Möglichkeit, dann nochmal den Sprung nach vorne zu schaffen. Und das wird es sehr hektisch und sehr nervös machen. Und sehr spannend hoffentlich. Für die Zuschauer.